Herzlich willkommen zu unserer heutigen montäglichen Licht- und Heilungsarbeit der Diana Cooper School of White Light im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass du hier bist und dass ihr hier seid. Das heiße all die herzlich willkommen, die sich jetzt langsam einschalten und für auch die nächsten Tage sich nochmal diesen Video anschauen oder sich mit uns verbinden werden im Geiste, im Herzen. Ja, schön, dass wir wieder zusammenarbeiten dürfen. Heute haben wir ein besonderes Anliegen. Wir werden für den Libanon arbeiten. Und freue mich darauf, dass wir mal wieder ganz konkret mit einem Land auch arbeiten dürfen. Und natürlich, was wir dorthin schicken an Liebe, an Frieden, das ist das, was wir auch in uns mobilisieren, in unsere Aura hineinbringen und natürlich auch über den ganzen Planeten wollen, dass sich das über den ganzen Planeten auch verteilt, weil alles gehört ja zusammen. Ja, dann begrüße ich euch mal ganz herzlich auch, liebe Ines, grüß dich, Sabrina, hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schreibt mir ruhig. Ich freue mich über jede Nachricht und dass ihr wieder so treu dabei seid, dass ihr euch auch wieder mit in diesen Raum begebt, wo wir zusammen arbeiten, zusammen Heilung reinbringen. Hallo meine liebe Marina, grüß dich. Und ich empfinde das wirklich wie ein treues, wir kommen zusammen, um immer wieder diese Heilungsarbeiten zu machen. Das ist ein Commitment, sagt man im Englischen. Ich weiß nicht, wie man es im Deutschen sagt. Ihr wisst es, was ich meine, glaube ich. Ne? Okay, also heute machen wir eine Arbeit für den Libanon. Das ist etwas anders, als was wir üblicherweise, wie wir uns üblicherweise verbinden. Wir werden mit den Drachen arbeiten, mit den Einhörnern. Wir grüßen die liebe Kerstin, schön, dass du auch dabei bist. Und werden darum bitten und immer wieder, es ist wichtig, dass wir nicht nur darum bitten, sondern dass wir es auch sehen und fühlen, wie der Frieden dort einkehrt in Libanon, wie Inspiration und Hoffnung von den Einhörnern dort reingebracht wird, wie das Land gereinigt wird von den Feuerdrachen, wie die Friedensengel über diesem Land ihren Schall erklingen lassen oder ein Lied singen. Ja. Es wirklich nicht nur visualisieren, sondern wirklich fühlen. In eurem Herzen, in unserem Herzen wollen wir fühlen, dass alles gut ist, dass es in eine gute Richtung jetzt geht. Ja, und ich denke immer wieder, wenn ein Land diese gute Richtung nimmt auf unserem Planeten, dann folgen auch andere Länder. Von daher ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welches Land wir nehmen. Aber wir nehmen jetzt Libanon dieses Mal, weil es da gerade so besonders gefragt ist. So kommt es mir vor oder das ist mir eingegeben worden. Ja, okay, also wenn ihr bereit seid, dann schließt eure Augen. Ich werde nochmal meine Kristallklangschale spielen, ein bisschen so zum, dass die sich nach innen tragen kann, in dein Herz hinein, ja? Schließ deine Augen. Mit jedem Atemzug verbinden wir uns ein bisschen mehr mit unserer Liebe in unseren Herzen. Mit der Liebe, die uns umfließt, durchströmt, durchdringt. Mit dem universellen Raum der Liebe. Wir atmen Liebe ein und Frieden aus.
und spüren, wie unsere Energiefelder sich langsam, wie, Entschuldigung, muss gleich niesen, Moment, beruhigen. Das ist das richtige Wort, die Energiefelder beruhigen sich. Unsere Aura kommt langsam immer mehr in Harmonie und Gleichgewicht. Und alles das, was uns im Tag noch bewegt hat, darf jetzt abfließen in unsere Aura, nach unten, durch unsere Füße, hinunter zu Mutter Erde. Und wir grüßen Mutter Erde von unserem Herzen und lassen auch ein Dankesgebet und eine Liebesfunken zur Mutter Erde hinunterströmen. Und je mehr wir uns mit unserer Liebe und unserer Dankbarkeit und unserem Herzen verbinden, verändert sich unsere Auren, unsere Energiefelder in Liebe, in Dankbarkeit, in Harmonie. Und wir atmen nochmal Harmonie ein und Liebe aus. Und nimm wahr und spür das, wie die Liebe immer mehr wird in deinem Herzen. Ein bisschen mehr noch dein Herz öffnen für die Liebe, diesen wunderbaren Raum, göttlichen Raum der Liebe in unserem Herzen. Und so gut angebunden auch in unserem Herzen und verbunden mit Mutter Erde, die uns in all ihrer Liebe und Fürsorge hält, verbinden wir uns mit der Quelle, dem großen Quantenraum, Geist Gottes, Herzen Gottes. Und lassen das weiß-goldene Licht von oben in uns einströmen, uns durchdringen. All unsere Energiezentren sind durchdrungen von dem weiß-goldenen, göttlichen Licht und erhebt uns noch mehr in unsere Harmonie, in Frieden, in Liebe. Und wir schauen, dass wir aufrecht sitzen in all unserer Größe und Würde, bereit, unseren Dienst heute Abend zu vollziehen hier, gemeinsam miteinander. Und wir rufen jetzt an unseren geliebten Erzengel Michael, den großen, mächtigen Erzengel Michael, an unserer rechten Seite zu stehen und uns jede einzelne zu umgeben mit seinem dunkelblauen Umhang des Schutzes. Wir bitten darum, dass wir auf allen Ebenen unseres Seins geschützt sind. Und Erzengel Michael bitten wir, dass er mit seinem Schwert der Klarheit, der Wahrheit alles jetzt um uns herum wegschneidet, was wir nicht brauchen für unseren lichtvollen Dienst. So gut geerdet, angebunden, in der Liebe gehalten, umgeben von dem Schutzmantel von Erzengel Michael, bitten wir jetzt, dass die geistige Ebene uns unterstützt bei unserem heutigen Anliegen, für Frieden, Harmonie, Inspiration und Hoffnung für den Libanon dort hinzubringen und dort unsere Gebete oder unsere Intention hinzusenden. Dazu rufen wir an die geistige Ebene, deine Schutzengel, all unsere Schutzengel, unsere Engel, unsere Erzengel, die aufgestiegenen Meister. Ich bitte besonders Jesus Ananda und göttliche Mutter Maria herein, Lady Nada, Lady Kuan Yin, die weiblichen göttlichen Energien. Erzengel Uriel, besonders der Engel des Friedens. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne deine persönlichen Engel, Erzengel, wie immer dieses lichtvolle Wesen, das dir am nächsten Grade ist, das du einladen möchtest, für diese Arbeit mit hinzurufen. Und spür, wie die Engel oder die geistigen Lichtwesen näher kommen und um dich herum sind und bereit sind, dich zu unterstützen. Und heute rufe ich auch besonders an unsere Einhörner. Die Einhörner kommen zu jedem Menschen, der bereit ist, dem Planeten zu dienen und dem Planeten jetzt und den Menschen in eine höhere Dimension zu erheben, ins Licht zu erheben, mit Gott, mit der göttlichen Kraft zu verbinden.
Und sie bringen das Christusbewusstsein rein. Angenommen, wie vielleicht ein Einhorn da ist mit seinem wunderschönen, brillanten Einhorn, dich berührt in deinem Herzen. Und bereit ist, dich zu unterstützen in deiner Intention. Dann verbinden wir uns mit allen anderen Lichtarbeiterinnen auf diesem Planeten, die auch mit der Intention für Frieden und Harmonie sich immer wieder verbinden. Und natürlich auch mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern der Dana Cooper School of White Light im deutschsprachigen Raum. Und so sind wir gut eingebettet in ein großes Feld mit der geistigen Ebene, mit anderen menschlichen Wesen hier auf dem Planeten. Und wir beginnen jetzt mit unserer Heilungsarbeit. Leg nochmal ganz deine Hände auf dein Herz, auf deinen Brustraum und lass noch mehr deine Liebe in deinem Herzen erblühen, wie eine Blume, die jetzt wie ihre Blüten weiter öffnet und weiter öffnet. Immer mehr dich in deine Liebe hineinfallen lassen, in deinen höheren Emotionen, Mitgefühl, Freude, Frieden. Dann bitten wir jetzt, dass die Feuerdrachen näher kommen und bitten sie, den Libanon zu reinigen von allen niederen, unguten Energien, sodass das Land noch mehr erhoben werden kann und sich erhebt, die Menschen, das Land, die Wesen dort, die alles in ein höher, auf eine höhere Ebene des Lichts, des Verständnisses, der Weisheit. Und sieh und spüre, wie die Feuerdrachen über das Land, durch das Land fegen, strömen und alles umwandeln, die niederen Energien verzehren. Die Unruhe, die Angst, Traurigkeit, Panik, was auch immer da ist in den Menschen nach diesen Explosionen. Und wie die Menschen sich beruhigen, wie das Land langsam zur Ruhe kommt und Harmonie kommt. Und wir bitten jetzt, dass die Einhörner auch mit ihrem Licht reinströmen, hunderttausendfach reinströmen in dieses Land. Und mit dem Christusbewusstsein alle Menschen berühren und alles erhoben wird in Inspiration und Hoffnung, dass jeder Mensch dort, alle Wesen dort wieder Hoffnung spüren und Inspiration, etwas Neues in ihrem Land gemeinsam zu kreieren, eine neue Zukunft. Und sieh, wie dieses weiße, rein weiße, göttliche Licht der Einhörner dort dass die Hoffnung reinbringt. Dann bitten wir, dass jetzt menschliche Führer vortreten mit Integrität und die sich anbieten, dieses Land in ein höheres Licht zu platzieren. Menschen mit einem weisen Herzen, mit einer inneren Größe und integer sind. Das ganze Land erhoben wird in höheres Licht. Und dann sehen wir und fühlen wir und bitten, dass die Engel von Erz und Uriel, die Friedensengel, tausendfach über diesem Land singen und Frieden einströmen lassen. Dann stellen wir uns vor, dass aus dem kosmischen Herzen, das ist ein riesengroßer Pol an war bedingungsloser Liebe im Universum,
wie eine weiß-rosane Blüte von bedingungsloser Liebe jetzt dieses Land damit sich verbreitet über dem Land und bedingungslose Liebe einströmt. Wunderbar, dann danken wir, kommen wieder langsam zu unserem Körper zurück, zu unserem Platz, wo wir sitzen, spür deine Füße auf der Erde, nimm deine Aura, dein Energiefeld wieder so zu dir zurück, dass du wieder eher bei dir bist und gut in deinem inneren Raum bist. Wir danken all jenen, die uns heute unterstützt haben bei unserer geistigen Arbeit. Und wir lösen unsere energetischen Bänder zu den anderen Lehrerinnen und Lehrern der Dherner Kupa School of White Light, als auch zu den anderen Lichtarbeiterinnen. Und in dem Wissen, dass wir jederzeit diese Bänder auch wieder knüpfen dürfen und werden auch. Wir sind immer noch umgeben von dem dunkelblauen Umhang von Erzengel Michael. Und immer noch natürlich wunderbar eingebunden und angebunden an den Raum der unendlichen Liebe, der uns alle durchdringt. Dann nehmen wir einen tieferen Atemzug, reiben unsere Hände aneinander und öffnen wieder die Augen und kommen zurück. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder zurück. Ja, schön. Lenik, auch herzlich willkommen heute Abend. Grüß dich. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und das Licht mitgehalten habt, die Liebe gehalten habt, den Frieden und dass wir es zusammen verbreiten durften als kleine Gruppe heute und dennoch sehr intensiv. Ja, wunderschön. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder, das ist der 17. August. Dann haben wir noch einen Montag, das wäre dann der 23. August und dann beginnt ein bis in September rein eine kleine Facebook-Live-Pause von der montäglichen Lichtarbeit. Aber danach geht es auf jeden Fall weiter. Also wir haben noch zweimal, gell? Das bist du auch, Sabrina. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Ich umarme euch ganz herzlich vom Herzen her und wünsche euch eine wunderschöne Woche und Gottes Segen auf all euren Wegen. Bye bye. Tschüss.